Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sky Factory 4. Ihr werdet jetzt bestimmt erstmal überrannt sein oder überrascht sein. Wir haben viel gemacht. Also wirklich richtig viel. Zunächst einmal die automatische Vorab. Also wir haben mal hier die Produktion dieser Setzlinge vergrößert. Dann, ich glaube, den Cobble-Generator hat man schon auf jeden Fall, der produziert uns Cobblestone. Und zwar ohne Ende. Hier haben wir ein bisschen Zuckerrohr. Nicht weiter spektakulär. Hier haben wir Mais. Von diesem Mais. Achso, nee, kurz, ich muss weiter ausholen. Ich habe überlegt, weil wir brauchten ja hier diesen Händler und wir brauchten ja rote Wolle. Und wir brauchten dafür roten Farbstoff. Und ich habe mir, und mir ist eingefallen, wenn man hier Bone Meal anwendet, wächst ja viel Gras und Blumen. Nach einer halben Ewigkeit hat man dann endlich mal roten Farbstoff, sogar zwei Stück. Konnten hier den Händler machen und Leute. Also Huhn-Seeds, Kuh-Seeds und Dorfbewohner. Heißt, Smaragde sind einfach kein Ding mehr. Ja, und noch viele andere. Oder hier Akazien. Das Problem mit Eisen, ne? Ich glaube, ihr erinnert euch schon, wir brauchten ja Eisen. Also wir brauchten ja Akazienholz für einen Eisensetzling. Wir haben jetzt einfach einen Eisensetzling. Dann haben wir nochmal Lapis Lazuli gemacht und dann Redstone. Also Fortschritt ohne Ende. So, ich habe hier hinten auch noch schnell da mal so ganz billig noch eine kleine Hütte gemacht für die Villager halt, ne? Können wir traden. Ist noch. Ist eine ältere Version. Ist, glaube ich, die 1. 12, die wir spielen. Richtig? Ja. Und ja. Unser Ziel ist jetzt, in eine andere Dimension zu reisen, und zwar in den Nether. Dafür brauchen wir einmal ein. Ah, ich bin doch dämlich. Okay. Rohkorn, Rohkorn. Also halt hier diese Seeds, ne? Mais. Das ist aber kein Ding, denn Leute. Wir haben genug. Also wir können. Also ich habe hier hinten noch ein kleines Gehege für die Tiere gebaut. Damit das alles kein Ding ist. Wir haben auch noch Knochenmehl, um den Vorgang ein bisschen zu beschleunigen. Ein Huhn reicht und eine Kuh. Und die macht Mu. So, wir müssen jetzt auch gleich mal gucken, wie lange das jetzt hier benötigt. Entwicklung 0. Aber Mist, früher wurde das mal angezeigt. Also ich habe mir ein Tutorial angeguckt. Oder Tutorial nicht, erst so eine kleine Serie. Und da wurde das nämlich angezeigt. Aber okay, wir brauchen noch, wir müssen ja noch 6 einmal machen. Denn wir müssen zweimal einen Kuchen backen. Ist jetzt nichts Besonderes. Und dann, ey, Endcake. Können wir einfach hier eine andere Dimension. Und zwar können wir mit Obsidian, was wir einfach kriegen, wie zeige ich euch gleich, eine Nethercake machen. Können uns in Nether teleportieren. Dann hier einfach Cake und irgendein Setzling drumherum. Wir haben Overworld Cake. Ey, wir können einfach so viele Cakes machen. Okay. Endcake. Ja, okay. Okay, davon sind wir sehr weit entfernt, würde ich sagen. Okay. So, wir verlieren ja, glaube. Man verliert ja, glaube, immer die Eimer, deswegen. Ne? Passt. So, wir brauchen jetzt erstmal Seeds. Glücklicherweise habe ich genug, um unser Huhn dann auch ein bisschen zu füttern. Und Weizen für die süße Kuh. Also für die Samen brauchen wir Bodenmehl. Also im Übrigen auch cool von der Mod, ne? Hey, die Sonne geht einfach schon wieder unter. Ich fasse es nicht. So, und wir kriegen gleich noch eine Kuh. Ah, guck. Lol, Alter, das wären ursprünglich 10 Minuten, glaube. So, 2 Minuten ist okay, das passt schon. Hab wieder so viel.
Nein! Sag jetzt nicht. Warte, kann ich sie mitfüttern? Ja, komm, passt. So, wir müssen jetzt nämlich auch schlafen. Perfekt. Es laggt ein bisschen, liegt aber daran, dass ich aufnehme. Hier vorhin hatten wir hier ja noch das, also vorhin hat man noch hier das andere Feld voll mit Mais. Und da hat es richtig schlimm gelaggt. Und deswegen machen wir jetzt nur noch ein Feld. Es war ein bisschen blöd, aber hey. Geht halt nicht anders. Und ich will das Spiel versuchen, lagfrei zu spielen. Inwiefern das auch mit meinem PC, Laptop gehen soll. So, wir können. Yay, ein Cake machen. Super. Okay, ne? Also können wir an sich ja gleich machen. Ich weiß nicht. Man kann einfach Zuckerrohr nicht beschleunigen? Lol. Atto. Na gut, wir brauchen. Achso, wartet, wir können ja schon mal. Sagt schnell, Obsidian herstellen. Passt auf, und zwar brauchen. Müssen wir das so bauen? So. So, da unten hin kommt jetzt einfach nur ein Steinkessel. Hat hier irgendwo doch noch. Aber warte, hier unten ist noch Cobblestone drin. Ah ne, der blöde. Oder dieser komische Cobblestone. Warte, ist hier welcher drin? Ja, hier. So, Leute, es ist. Sagen wir mal so, es ist nicht immer einfach. So. Wir können jetzt auch unsere 6 einmal richtig gut verwenden. Und zwar dürfen wir jetzt einmal Lava ohne Ende machen. Ach so, wir haben, by the way, noch einen Zinnsetzling. Oder Tin, daraus wird Zinn. Haben wir einfach mal Spaß gemacht, weil es ging. Perfekt so. Ja, das war lol. Den haben wir auch mal aufgefüllt. So. Wait. Oh, es laggt schon wieder, ne? Ja, gut, ne? Ja, Leute, das. Es ist halt, ne, während wir Videos aufnehmen, ich versuche einfach, mich langsamer zu bewegen. Wir bewegen uns jetzt nicht so viel, deswegen fällt uns das dann nicht so doll auf. Ach schon, kriegt man irgendwie. Wait. So, wartet kurz. So. Kessel. Kessel hier unten hin. Wasser muss so drüber laufen. Perfekt. So, komm weg damit. So. Warte, muss ich da mit Wasser draufklicken? Ah, lol! Ich muss da, okay. Gut, weil bei dem Video, was ich mir angeguckt habe, war das so, dass man da. Oder der hat es nur erklärt, ne? Also er hat es jetzt nicht gezeigt, weil er das schon gemacht hatte. Im Livestream.
Und da war das so, er hat erklärt, dass das da drüber laufen muss. Aber so ist auch nicht schlecht, ne? Ist halt richtig cool, so Obsidian zu farmen. Ich krieg hier noch nicht zu viel. So. So, wir bewegen uns jetzt kurz. Das laggt aber okay. Kann ich jetzt halt auch nichts anderes machen, ne? Wenn es laggt, dann laggt's. Könnt ihr jetzt so Weisheiten mit Feuer einblenden? Warte, ich muss ja noch ein bisschen. Okidoki. So, nun brauchen wir noch zweimal Wasser. So, ich weiß, es laggt. Muss ich mal gucken. Eventuell muss ich so machen, dass ich vor den Livestreams immer die ganzen Felder abfarme. Oder vielleicht auch gar nicht erst was anpflanzt, weil. Ja, wir brauchen jetzt eh nichts mehr, ne? Also. Erstmal. So. An sich ja bin ich ready. Na gut, Sun hat noch nichts gelegt. Wann gedenken Sie was zu legen? Gar nicht. Okay, auch gut. Woll hat einfach nur zwei Herzen. Okay, ich würde sagen, wir machen zuerst die oder hier den den Netherkuchen. Denn ich kann ja mal so ein bisschen, wir wissen ja jetzt, wie die Kuchen hergestellt werden. Ich kann ja mal ein bisschen spoilern. Nicht Deutsch. Sieben. Und zwar, das werden wir ja vielleicht sogar heute noch schaffen. Aber in einem anderen Video machen, weil ich nicht weiß, wie lange die Aufnahme geht. Kisten. Was ist das? Nee. Wartet kurz. Ich mache mal jetzt das mit dem Biss weg. So. So, ich suche nämlich mal was raus, was wir mal bauen werden, weil das wirklich sehr geil ist. Ich muss mich hier gerade richtig konzentrieren. Und was hier? Was ist das denn? Kondensator-Retorte. Aha, das wird irgendwann auch nochmal wichtig. Leider. So. Ah, ich glaube, man merkt schon, ne? Also es wird kompliziert. Ich kann ja schon mal sagen, was es wird. Es wird ein automatisches Kistenlagersystem. Heißt, wir werden unser bestehendes Lager, also diese unzähligen Kisten, wo ich den ganzen Kram einfach so reinschmeiß, quasi mit einem Controller verbinden über Kabel.
Und darüber können wir dann ganz einfach auf unsere Kisten zugreifen und klicken dann einen Block an und das alles richtig schön sortiert. Und ja, läuft dann halt über Kisten. Aber ich finde das gerade nicht. Oder ich bin schon dran vorbei. Also was ist denn das hier? Shopping Container, okay. Hier, das ME-System. Warte, wenn ich hier ME-System sehe, sind wir eigentlich schon nah dran. Oder auch nicht. Ah, hier. Das. Ja, das ist ja. Genau das hier ist es. Also wir brauchen. Na gut, hier ist halt Lithium-Akku, cool. Wir brauchen das. Storage Network. Quarzblöcke, Diamant, okay, gut. Wird wir mal hinkriegen. Crafting, ne, Gold machen. Wie kriegt man hier die? Ja, okay, ist ja easy. Storage Link. Easy. Wirklich, also. Export, Import, Wait. Link, Cable. Ich glaube, wir brauchen nur das. Storage. Ich glaube, hiermit können wir auch unterwegs zugreifen. Aber das hier, das ist so das, was wir brauchen. Ne, also das an sich ja ganz einfach, das werden wir bald haben. Wir brauchen hier die zwei Blöcke und dann hier das. Kriegt man easy hin, ne? Also das ist wirklich einfach. So, dafür brauchen wir Diamanten, Quarz, das kriegt man aus dem Nether, Diamanten. Da muss ich nochmal gucken, woran es liegt. Diamanten hat man, glaube ich, unten nachgeguckt. Wait. Also das machen wir auch noch. Diamond. Ah ja, Gold. Gold. Ich hoffe ja persönlich, also es gibt ja im Nether Kisten. Ne, also diese komischen Dungeons. Diese Festungen, die. Und da soll richtig kranker Loot drin sein, habe ich gehört. Und dann gibt es gibt ja auch noch, glaube ich, dieses Zombie-Piglins, die man nicht schlagen darf, oder? Na gut, wenn man die einmal schlagen tut, denke ich mal, ist nicht so schlimm. Okay, am Goldsetzling brauchen wir. Ja, okay, wir brauchen einen Barren. Einen Barren. Das kriegt man hin, ohne Probleme, Leute. Okay. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Eier. Gehen dann in den Nether. Ich glaube mal, das Lagersystem schaffen wir heute im Livestream nicht mehr. Denn dafür ist die Zeit halt einfach schon zu weit rangeschritten. Wir müssen ja auch warten, bis das Huhn wieder ein Ei droppt. Da müssen wir noch im Nether rumkraxeln. Das schafft man nicht, aber zumindestens wir kommen im Nether. Okay, bis nachher. So, Video fortsetzen, jawohl. So, wir haben mal zwei Cakes gecraftet und man kriegt die einmal wieder, was mich wundert. Aber okay, bin ich komplett dafür. So, wir gehen in die neue Dimension. Okay, was heißt neu, ne? Alle kennen den Nether. Wir gehen in den Nether.
Und hier Overworld. So, wohin packen wir den Cake? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich pack den, hier so dazwischen. Boom. Ach, Mist, ich hab. Ja, ich hab ja noch mein Inventar voll. Steading your basement. Was ist das? Ja gut, ne? Okay, Landschaft wird geladen. Ah, wir gehen dann gleich wieder zurück. Ich meine, wir haben ja den Kuchen. Ich glaube, die Kuchen verbrauchen sich auch nicht, was halt geil ist. Lol, wir kriegen sogar zwei. Oh, ich hätte nicht mal einen zweiten Kuchen machen müssen. Okay, aber haben wir immerhin auf Reserve, ne? So kann ich mir so schlecht. Ah, okay, wir spawnen jetzt hier. Wir können aber, das ist kein Ding, ne? Also wir können. Ohne Probleme uns irgendwie langbauen. Das Langbauen machen wir jetzt allerdings. Ohne die Kamera, weil sonst laggt es zu doll. Okay. Bis gleich. So, läuft die Aufnahme? Natürlich läuft die. Leute, wir sind im Nether angekommen. Alter, was geht denn hier ab? Achso, das. Okay. Leute, guckt euch mal das Teil da an. Wisst ihr, was das da für ein Teil ist? Richtig, das ist ein schwarzes Loch. Und wenn wir da reinfallen, ist Game Over. Ne, ihr könnt euch, also vielleicht hat der ein oder andere Quarz Astroblock mitverfolgt. Der wird wissen, dass mich das ein schwarzes Loch ganz schön rumgeärgert hat. Okay, wir haben jetzt hier Quarz und Mast. Perfekt fürs Lagersystem. Im Übrigen, ich habe so eine Hand, so eine tragbare Crafting Bench gebaut. Cool. Ist quasi wie eine echte, nur halt, dass man die rumtragen kann. Oder wie eine normale. Ich habe im Übrigen Schwierigkeitsgrad auf friedlich gestellt, weil hier auf diesem Arm, da waren einfach Mobs des Todes. Also ich wäre hier gestorben und ja. Ich wollte das eigentlich nicht mehr machen, aber ich sag mal so, habe ich eine andere Wahl? Nein. So Leute, wir haben jetzt hier. Das hier ermöglicht uns gerade hier voll viele neue Möglichkeiten. Ich weiß, es laggt des Todes, aber. Ja gut, ne? Ich werde halt nicht gefragt, ne, ob mir das gefällt oder nicht. Im Übrigen, Blöcke habe ich doch genug mitgenommen. Also wirklich, ne? Schon ein bisschen was. Hier soll es auch Kobalt geben. Ist an sich ja auch nice, ne, dass das hier gibt. Was ist das denn hier bitteschön für ein Pilz? Warum wächst hier überhaupt ein Gelumbe? Höllenpilz. Okay, hier ist eine Festung und hier ist eine. Ah ne, die geht ja einfach nur durch, richtig? Jawohl. Okay, die Festungen sollen, glaube OP sein. Also ich bin im Übrigen gerade auch schon mal hier gestorben. Leute, ich plündere die Festung. Ich wünsche, dass du vorkommst. Ich plündere die Festung jetzt gleich. Ben. So Leute, läuft die Aufnahme? Ist immer. Ja, kann ich mir inzwischen noch merken. Ne? Wir haben hier eine Kiste gefunden. Das war drin und zwei Goldbarren. Leute. Wir haben den Goldsetzling. Heißt, wir können auch Diamantsetzling einfach machen, okay? Okay. So, ich würde auch sagen, hätte ich mal den anderen Cake mitgenommen. War gut, ne? Hat jetzt nicht lange gedauert. Wir machen jetzt den Goldsetzling noch schnell. Und dann war es das auch für heute mit dem Video und mit dem Livestream.
Wir haben heute viel geschafft. Also im nächsten Livestream werden wir auf jeden Fall das automatische Lagersystem schaffen. Wir haben Quarz, also wir können auch einen Quarzsetzling machen, aber das machen wir alles im nächsten Livestream. So. Weil 22 Uhr gehe ich dann noch schlafen. Und ja. Teleport. Alter, das ist das Teil. Lol. Ey, das muss ich euch zeigen. Okay, dieses Teil hier, damit kann man fliegen. Ich mach's mal an. So, das verliert halt Haltbarkeit, aber das können wir reparieren. So, Leute, wir fliegen hier gerade. Wie wunderbar. Ich flieg mal bis zur Insel. Ja, das Teil hält doch eine Weile. So, und mit Shift kommen wir wieder runter. Also, naja, man fliegt nicht wirklich, man läuft mehr in der Luft, könnte man sagen. Okay, das Teil hält doch wirklich eine ganze Weile. So. So. Zunächst einmal off. So, ja, also es verbraucht halt die ganze Zeit Haltbarkeit, was halt blöd ist. Und auch minimal so macht. Ah ja, ich habe aus Versehen das hier gecraftet. So, Leute, die Zeit drückt. Drückt, rückt, wie auch immer. Let's go, weiter geht's. Ah, ist immer noch das Gelumbe drin, okay. So, Gold. Eichensetzling. Dirt in Water braucht man. Müssen wir jetzt machen. Ich würde doch sagen, wir machen hier mit diesen Teilen unseren Weg. Oder unsere Wege. Finde ich, sieht irgendwie geil aus. Wait a minute. So, also wir haben heute mal wieder Fortschritt ohne Ende gemacht. So, oh, es laggt ohne Ende. Okay. Ist aber so. Ah, es laggt halt kurz, ne? Aber da kann ich jetzt auch nicht viel machen. So, und einmal rum, 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 rum. Perfekt. Schmelze. Ne, warte. Geschmolzenes Zinn einbachen. Aber wie kriege ich ihn jetzt? Ah! Lol mit. Okay. Boom! Leute. In der nächsten Folge haben wir auf je. Alter, wie der sich verwandelt, habe ich noch gar nicht mit angeguckt. Okay. In der nächsten Folge haben wir einen Diasetzling. Vielleicht auch schon in dieser. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Zeit haben wir, allerdings kein Platz, um das Teil hier oben mal zu züchten. Wait.
So Leute, ich will noch einen Dia setzen. Alter, ist das hier ein Durcheinander. Okay. Boom. So, dann packen wir das alles in die Kiste rein. Also mal hier bum 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 bum. So, wir machen jetzt nicht das komplette Inventar leer, weil das dauert sonst 100 Jahre. Wait. Diasetzling. Lapis. Silber! Haben wir nicht. Ja, okay, Silber haben wir leider noch nicht. Geschmolzen Silber, ja Junge, wo soll ich das denn herkriegen? Ja gut, ne? Das ist blöd. Aber wir sind schon mal, ne, ein gutes Stück näher dran. Wie könnte man denn das jetzt hier machen? Ja gut. Ja, okay. Ich würde sagen, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt ist der komische Kuchen wieder hier. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt. Schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Und ja, damit würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao.